Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Karrieremodus hier mit Werder Bremen. Und heute möchte ich mal einen Aufnahmemarathon durchziehen. Mindestens 3 Folgen sollen es werden und wir werden uns mal ein bisschen genauer hier beschäftigen mit. Denn ich habe mal wieder keine Ahnung, was in der letzten Episode passiert ist, außer dass wir gegen Bayern verloren haben. Aber was so ansonsten abgeht, weiß ich nicht und das ist halt das Problem. Das fuckt mich ein bisschen ab. Deswegen werden wir uns erstmal jetzt nochmal kurz unseren Kader angucken, wie glaube ich in jeder Episode, und gucken, was ich da noch so tun muss. Aber ich glaube, wir waren relativ vollständig. Unsere beiden Keeper haben wir ja quasi. Wolf kann weg. Warum der nicht weg ist, keine Ahnung. Innenverteidigung steht quasi mit den Vieren hier auch. Dann hier Linksverteidigung steht mit Bauer und Garcia. Das passt so, ja gut, aber wir brauchen nicht so viele. Deswegen wird der Kollege nochmal verliehen. Was habe ich überhaupt hier gemacht? Irgendwie ist hier gar nichts so, wie es sein soll. Naja gut, dann gucken wir uns mal hier an. Chandler und Gebre Selassie, das passt auf jeden Fall. Denn der Rest ist auch weg. Keins, auf links. Den haben wir ja noch, genau, den Kollegen hier. Das passt also auch. Gnabry und Schöpf auf rechts, auch optimal. Bartfrede in mit Fritz, Grilic, Junuzovic. Das passt auch fast, würde ich sagen. Hier, der Kollege, was macht denn der hier? Der ist erst kürzlich gekommen. Okay, dann bleibt der. Okay, gut, jetzt weiß ich auch, warum ich den behalten habe. Lorenzen kann eigentlich verliehen werden. Was? Was er erwägt aufzuhören. Das sehen wir natürlich nicht so gerne. Sturm passt auch, denn wir haben ja noch Kruse da. Ja, wir haben in der Zentrale quasi 4 bis 5 Spieler. Da müssen wir uns das überlegen. Bleiben wir bei denen oder holen wir uns dann noch was? Das muss ich jetzt langsam mal entscheiden. Denn wir haben den hier noch. Warte mal. Ist ja auch eigentlich fest eingeplant. Alter, erste Episode wird eigentlich nur Planung noch des Kaders vor dem Transfer Deadline Day. So, was haben wir mit dem denn geplant? Zur Leihe steht der. Alles klar. Gut, dann können wir den nicht mitziehen. Haben hier also 3, 4. Und das war's quasi. Okay, gut, dann holen wir uns noch einen für die Zentrale. Sehr gut, dass mir das jetzt auch mal aufgefallen ist. Warte mal, wir spielen mit 2 ZDMs. Dann werden wir auch danach suchen. Wartet mal. So. Sollten wir auch mal hier gucken. Werden hier zentral defensives Mittelfeld. Da haben wir ihn. Ich hoffe mal, dass da überhaupt noch ein Scout-Auftrag durchkommt. Wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann werden wir uns noch Gedanken machen. Wir haben ja nochmal hier einen Scouting-Bericht. So, gucken uns mal hier an, was so am Start ist. Bentaleb ist halt kürzlich gewechselt. Oder überhaupt geliehen nur. Ja, den Rest kann man sich eigentlich sparen anzuschauen. Merino wäre halt, ja gut, ist aber eh zu teuer. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja gut, nur Bentaleb wird da angezeigt. Und die anderen sind, schon eigentlich festgelegt. Wie viel Transferbudget haben wir denn überhaupt quasi dafür noch? Okay, für 2 Millionen. Wird dann eher so ein Rotationsspieler werden, aber so ist das eigentlich auch dann geplant. Ja gut, dass ich da Dings eingegeben habe. Stammspielerqualität. Aber ja gut, Stammspielerqualität kann man ja definieren, wie man möchte. Ich muss nur da an die Zeit echt mal denken, dass da auch alles passt. So. Ja, dann schauen wir uns mal an, ob es hier irgendwie Neuigkeiten gibt. Tatsächlich. Da werden wir auch. Okay, gut, das können wir uns auch wieder sparen. Dominic Kor. Machen wir mal eine Anfrage. Lustenberger wird wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass das unser Kandidat werden wird. Aber gut. Kann man aber auf jeden Fall auch mal. Also, Kor ist schon so mein Wunschkandidat, kann man sagen. Aber 8 Millionen, fuck my life. Hätten wir uns natürlich leisten können, wenn wir jetzt nicht dieses Ziel da hätten. Und ich will
eigentlich ja dranbleiben an dem Ziel. So, mal gucken, ist hier noch irgendwas reingekommen an Spielern? Sehen wir gerade nicht. Nee, tatsächlich nicht. Absolut ja, unpassend. Jetzt muss ich überlegen, vielleicht. Der Lustenberger ist halt auch zu teuer. Kein Glück in Österreich. Absolut scheiße. Wie machen wir das jetzt? Okay, mehr haben wir ja nicht. Jetzt müssen wir uns spontan was ausdenken. Fällt mir irgendein Spieler ein? Ein Deutscher, der im zentralen defensiven Mittelfeld spielt, der an sich kaum was kosten wird. Nein, tatsächlich nicht. Deswegen werden wir auf jeden Fall mal nochmal gucken, wie wir es machen. Wir werden uns die Mannschaften durchgucken. Das werden wir machen. Genau. Das ist jetzt der Plan. Wir werden jetzt einfach durch jede Bundesliga-Mannschaft gehen und mal gucken, was die da so haben auf der Position. So, müssten die aber einfach mal finden. So. Also nochmal eine reine Transfer- und Kader-Building-Folge hier. So. Genau, wir könnten das eigentlich direkt mal so machen. Die Nationalität. Dass wir hier mal Deutschland machen. Und dann passt das ja fast schon. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Christiansen, hauen wir mal eine Anfrage raus. Ja. Wir müssen halt gucken, dass sie nicht zu schlecht ist, schlecht sind. Aber so viel Ahnung habe ich da eigentlich in dem Bereich auch nicht. Am Ende kaufen wir mal RB Leipzig kaputt. Wird vielleicht den einen oder anderen nicht so freuen, da Spiel davon zu sehen, aber scheiß da mal drauf. Wir hauen ja einfach nur mal zur Not hier mal die auf. Ja, Weigel wäre halt nice gewesen, wenn er nicht so teuer wäre. So, wie sieht's denn nochmal aus? Habe ich hier noch irgendwie Bock auf irgendeinen Spieler? Wie ihr seht, gibt's aber eigentlich nicht so viel. Okay, machen wir auch mal hier nochmal ein Angebot. Und dann war's das. Auch krass, dass Aogo jetzt mal im Mittelfeld spielt. Also erste Episode, sagen wir so, werden wir den Transfer-Deadline-Day durchmachen und das war's dann. Nochmal eine Episode, wo wir gucken, wie es weitergeht. Okay, die Angebote sind schon ein bisschen ja, passender, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um Höfler, hauen mal ein Angebot von ne, dieses Angebot raus. 1 Million und 600.000. Ich mache einfach quasi immer 1 Million weniger als vorgeschlagen. Meistens sollte das dann auch passen. Und ansonsten sollten wir eh noch mal ein bisschen was loswerden. Zum Beispiel hier. Gut, dann passt das auch. So, beide inakzeptabel. Halten beide dran fest. Würde ich sagen, machen wir mal hier 2 Millionen. Und was machen wir denn hier? Hier machen wir das einfach mal andersrum so. Vielleicht akzeptiert diesmal jemand. Also werden uns um beide kümmern und gucken, was bei rauskommt. Also an sich von den Spielern, die weg sollen, sind glaube ich alle fast weg. Hä, was? Als ob die jetzt so teuer werden. So, gehen nochmal bei um 200.000 jeweils hoch. Und dann, das sind eigentlich die letzten Schritte, die noch getan werden müssen. Dann haben wir unseren Kader quasi. Ich finde fast schon Christiansen interessanter, besonders weil er auch Backup eigentlich nur sein soll. Deswegen, wenn beide akzeptieren, werden wir eher mit Christiansen fahren. Und so sieht's auch aus. Jetzt gucken wir mal wegen Gehalt. Der will halt kaum Gehalt, deswegen habe ich das Gefühl, irgendwie passt das dann auch von der Gesamtstärke nicht. Aber er hat halt noch, denke ich mal, durchaus mehr Potenzial als hier der Kollege. Aber er könnte uns natürlich schnell weiterhelfen. Besonders da wir in der Simulation agieren. Mal gucken, was er so von der Rotationsspielerrolle hält. Das ist halt jetzt die Frage, ne?
beide an sich sinnvoll. Einer auf lange Sicht gedacht, einer halt nicht. Oh Mann, jetzt wollen die hier noch den Kollegen haben, aber sich jetzt noch einen Stürmer zu angeln, wird schwierig. Habe ich eigentlich keinen Bock auf den Stress. Beide akzeptieren. Ach, fuck, ey. Jetzt haben wir natürlich die Auswahl, aber ist einerseits auch nicht so geil. Beide dürftig. Fast ähnlicher Preis, 7 Jahre Unterschied. Das wird sich natürlich dann in der Gesamtstärke bemerkbar machen. Beide holen wir nicht. Wird keinen Sinn machen. Ich gehe mit Christiansen. Gut, mal gucken, ob sich das auch gelohnt hat. Ich hoffe, der ist nicht allzu scheiße. Und 70, okay, gut. Passt. Sag ich okay. Gut, da haben wir unseren neuen Backup. Und das passt eigentlich sehr gut, weil wenn er jetzt schon eine 70er Bewertung hat, dann sollte das mit genug Training auch werden. Würde mich echt interessieren, wie viel der andere jetzt hätte. Aber gut. Da ist eigentlich unser Kader steht quasi demnach. Wir werden jetzt nochmal hier die letzten Tage abwarten. Es könnte sich, glaube ich, nur der eine Linksverteidiger noch ausleihen. Ansonsten sollte nichts passieren. Und unser Kader steht tatsächlich. Und da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Episode dann durchstarten, richtig ja, die Liga auseinanderzunehmen oder es zumindest versuchen. Und vielleicht auch mal gegen den Abstieg zu kämpfen. Je nachdem, wie es ja, wie es dann so läuft. Richtungsweisend war das erste Spiel natürlich nicht gegen Bayern. Auch wenn wir trotzdem letzter Platz bleiben. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Falls euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Dann starten wir eigentlich so richtig erst in die Bundesliga-Saison mit vielen Spielen, denke ich mal. Und ja, ansonsten war es das dann auch schon für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.